Die hat einer nicht geglaubt, dass du eine Depression haben könntest, oder? Der Oberarzt der Psychiatrie. Das kommt da halt rein, hab ein paar Muskeln, bin braun gebrannt und hab Tattoos und denke so, wen willst du dich eigentlich verarschen? Also wirklich, das war... Das ist mir auch passiert. Ja, echt? Krass, echt. Und ich wurde in meinem Leben so oft abgelehnt, wenn ich dann endlich mal die Kraft gefunden habe, mich zu öffnen, aufgrund meiner Optik, die ich aber leider selber verursacht habe aufgrund der Krankheit, weil dieses exzessive Muskeltraining und die Tattoos, das ist alles irgendwo ein Schutzschild, das ich mir aufgebaut habe, damit keiner sieht, wie es mir wirklich geht. Und das ist ja auch dieser Irrglaube, dass wenn man irgendwie schön ist, wenn man Muskeln hat, wenn man intelligent ist, dann kann man gar keine Depression haben. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass man diese verschiedenen Facetten der Depression eben zeigt, weil das ist eine Krankheit und die macht vor Reichtum, vor Schönheit, vor Erfolg auch nicht halt.